und Hallo hier und an den angeschlossenen Endgeräten. Weil Jugendhackt jetzt ja unter dem Vorzeichen die Umwelt verbessern steht, wurde ich gefragt, da ich mich auch ein bisschen mit Wetterdaten hier und da beschäftige, doch nochmal dazu einen Schwank zu erzählen. Dazu kam es jetzt jüngst für mich auch nochmal mehr im Rahmen eines Projektes, wo wir Bienenstöcke überwachen und in dem Zuge natürlich auch die Umweltdaten interessant waren und Menschen hatten dort auch angefangen, die ganzen Luftdaten, Infodaten zu importieren und so hatte ich mich da mehr reinversteift in die Akquise von amtlichen Daten und sozusagen die auch Aufbereitung und Vergleichbarmachung und deswegen der Überblick, der mir so ein bisschen gegeben wurde, finden, verstehen, parsen, mergen, also erstmal nehmen und dann zusammenpumpen und schön aufbereiten. Aber zunächst zum Wetter. Das ist sozusagen eins der Ergebnisse von dieser ganzen Arbeit, wo wir sozusagen eine Graphenansicht über den aktuellen Wetterzustand haben, die sowohl die Vergangenheit mit einbezieht, als auch die Zukunft. Wenn man sozusagen hier einen kleinen fließenden Übergang hat, wo hier die Linie ist, ist jetzt. Und das sind sozusagen Messwerte aus der Vergangenheit. Und das, alles was rechts folgt, ist die aktuelle Vorhersage für den Standort Berlin-Tegel. Hier links haben wir noch im Bild die aktuellen Messwerte. Und rechts sind es halt eben oben die Sonne. Heute sehen wir nicht viel Sonne, morgen mehr. Wir sehen heute noch eine leichte Regenwahrscheinlichkeit. Und die Temperaturen sehen wir auch, dass wir jetzt hier den ersten Bodenfrost bekommen werden. Also das ist jetzt hier heute Mitternacht, das ist morgen Mitternacht. Und wir sehen die braune im Hintergrund. Die Luft auf 5 cm Höhe geht auf 0 Grad, haben wir jetzt den ersten Bodenfrost übermorgen. So, wie finden wir diese ganzen Daten? Es gibt zahlreiche Quellen, die man auch amtlich erschließen kann, schon Open Data mäßig. Allen voran der Deutsche Wetterdienst, der das auch schon sehr lange macht. Und wenn man jetzt nach den Luftdaten schauen will, gibt zum Beispiel das Land Berlin seine eigenen Werte raus. Das Umweltbundesamt für die Bundesebene aggregiert die nochmal, gibt die auch wieder raus. Und am Ende macht das auch nochmal die Europäische Umweltagentur. Ich würde gleich empfehlen, zur Europäischen Umweltagentur zu gehen. Da ist die Datenhaltung auch ein bisschen stringenter. Und dann gibt es natürlich noch so das Projekt Luftdateninfo, von dem ich sprach, was auch bekannt dafür ist, relativ schlechte Sensoren in gewissen Bedingungen zu haben. Und gerade den Vergleich dazu hat mich sozusagen nochmal sehr angetan. Dazu komme ich dann zum Ende. Und genau, Gartendaten sozusagen, wenn wir selber Daten messen wollen, werde ich auch nochmal kurz etwas erwähnen, wie wir das bei den Bienensachen machen. Zunächst zum Verstehen von Umwelt- und Messdaten. Das ist natürlich erstmal zu wissen, was messe ich eigentlich? Und Lufttemperatur klingt erstmal trivial, das ist die Temperatur der Luft. Aber es ist nicht die des Bodens, es ist nicht die der nächsten Hauswand, es ist nicht die des nächsten Sees. Aber wenn man ganz genau fragt, sagt selbst die ISO-Richtlinie, es gibt gar keine Referenz dafür, wie man eigentlich die Temperatur misst. Also es liegt vor allem daran, dass man den Sensoren, also theoretisches physisches Ideal wäre ein ganz dünner kleiner Draht, aber den kriegt man gar nicht so lange in der Luft, dass er nicht irgendwie bei der Witterung nach ein paar Wochen dahin ist. Wie misst man? Man sagt immer im Schatten. Aber der Schatten muss sich in der Sonne befinden. Das klingt absurd, ist aber so, weil die Luft erstmal betrachtet man in der Meteorologie, das Geschehen am Himmel sozusagen ja beschreibt, den Himmel als Betrachtungsraum. Das heißt, ich möchte eigentlich möglichst gut exponiert im Himmel sein und eben nichts um mich herum haben und auf diesen Himmel wirkt halt die Sonne, wenn sie scheint, aus und wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ich jetzt ein Thermometer in die Sonne halte, dann erwärmt sich ja das Thermometer und ich messe quasi die Thermometertemperatur, nicht die Lufttemperatur. Deswegen muss der wieder von der Sonne abgeschattet sein und von Wasser zum Beispiel. Und wenn Wasser da kleben bleibt, würde das auch wieder die Temperatur verfälschen. So, und deswegen haben sich da Leute Dinge ausgedacht und schon sozusagen die etwas höhere Klasse der Anforderungen, aber nicht die Nobelklasse, sagt, außerhalb wie der Schattenwürfe, Mauern mindestens 10 Meter weg. Alles, was warm, feucht und bebend ist, bebend wegen des Drucks, möglichst weit weg. Und grundsätzlich alles, was irgendwie hoch ist, muss mindestens doppelt so weit weg sein, wie es hoch ist. So, und wenn man Daten verstehen will, ist dann wirklich eben die Frage, was steht da? Also eben genau Definitionen zu schauen, etwaige Referenzen, auch Sensoren arbeiten unterschiedlich, können kalibriert sein oder nicht. Es gibt Stationslisten, aus denen ergeben sich häufig auch Typen von Stationen, zum Beispiel, also bei Luftdaten kategorisiert man zwischen Verkehrsstationen, Hintergrundstationen und sozusagen welche im ländlichen Raum, wo man einfach gesagt hat, hier wollen wir verschiedene Vergleichsklassen schaffen.
Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht verschiedene Dinge miteinander vergleicht. Und es gibt auch Historien natürlich über Stationen, wenn Sensoren getauscht werden, Positionen sich vielleicht mal ändern. Ist zum Beispiel in der Meteorologie, früher hat man Luft in einem Holzkasten gemessen, man hatte nichts anderes, aber es ist irgendwie besser, einen kleineren Kasten aus Plastik zu nehmen, aber der hat ganz andere Eigenschaften als dieser Holzkasten und somit hat sich sozusagen die Temperaturmessung über die Geschichte auch verändert und das muss man auch fortwährend reflektieren und gucken, was man jetzt eigentlich genau wie misst. Zum Beispiel hatte der amerikanische Wetterdienst einmal seine Hütten ausgetauscht, ohne vorher ordentliche Referenzmessungen zu machen und dann war es in den USA auf einmal 0,7 Grad wärmer oder kühler. Genau, da muss man dann auf jeden Fall bei unzuverlässigen Verkürzungen aufpassen. Wenn man sowas hört, kann das natürlich auch schnell als irgendwie Fake News oder so ausgelegt werden. So, mit der Datenhandhabung, klassische Fallstricke, über die man so stolpert. Zeit, ich sag nur Zeitumstellung, Abschaffung von Zeitumstellung, Politik. In der DDR wurde zum Beispiel immer nach der Greenwich Mean Time gemessen und in der BRD immer nach, was haben wir gerade für die Sommerzeit oder Winterzeit. Deswegen muss man da bei den Datenreihen dann einfach im Zweifelsfall aufpassen. Qualitätssicherung ist noch so ein Thema. Gerade der DWD macht viel Qualitätssicherung, guckt, ob Daten vielleicht nicht doch unplausibel sind und nimmt sie dann raus. Das tun sie aber erst übermorgen. Wenn ich jetzt heute die neuesten Daten importiere, haben sie das noch nicht getan. Das heißt, da muss ich auch sozusagen auf meinen Bestand aufpassen, wie belastbar der bleibt. Und häufig wird so Qualitätssicherung auch rangeschrieben, aber nicht bei jedem Datenanbieter, was es nicht leichter macht. Und es gibt immer grundsätzlich überall Ausnahmen oder man kann sich auch denken, wenn in irgendwelchen Metadaten steht, die Temperatur wird ja grundsätzlich auf 10 Meter Höhe gemessen, aber die Höhe wird angegeben, dann kann man davon ausgehen, dass sie irgendwo einmal nicht 10 Meter betragen wird. So. Und so hat eigentlich jede Regel dann immer irgendwo seine Ausnahme. So kommen wir zum Parsen und Verstehen, also weiteren Aufbereiten der Daten am Beispiel beim Deutschen Wetterdienst. Die 10-Minuten-Meldungen, die regelmäßig veröffentlicht werden, liegen auf einem FTP-Server. Und da gibt es dann das Climate Data Center CDC, kann das hier nochmal kurz highlighten. Und dann zum Beispiel erstmal eine Liste aller Stationen. Ja, die sieht dann so aus, dass wir jetzt hier zwei Stationen haben, die 44, die 71. Die seit ein paar Jahren bis heute melden und an folgenden Koordinaten legen und dass man irgendwie auch auf sein Encoding aufpassen will. So, und in dem FTP-File-Tree des DWDs zu den Daten selber gibt es halt diese 10-Minuten-Messung. Eine 1-Minuten-Messung gibt es noch Niederschlag als neueste Sache. Und es wird sozusagen die Lufttemperatur als Datenkollektivlinsis angegeben und dann gibt es hier verschiedene Release-Zyklen. Now hält immer die letzten zwei Tage, Recent das letzte halbe Jahr und Historical sind immer so Dateien, wirklich große CSVs über 10 Jahre. Und diese ganzen 10-Minuten-Messungen gehen zum Beispiel bis in die 90er zurück, aber dann geht es auch noch weiter und im selben Datenformat findet man Stundenmessungen, die gehen dann ein paar Jahrzehnte zurück, mehr. Und unter einem Tag, also innerhalb eines Tages sporadischer Messungen, die halt dann aber auch bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Das ist sozusagen sehr vollständig, wenn man da Langfristbetrachtungen machen will, kann man mit sozusagen dem, was man einmal für die aktuellen Messwerte erschlägt, auch eigentlich gleich Klimadaten sozusagen in dem Bereich empfangen. Schauen wir uns noch mal kurz eine Datenreihe an. Haben wir jetzt hier gerade die Datei, genau, noch mal kurz im Dateitree. Da liegt dann in der Tat für jede Station in diesem Now-Folder. Für die Station 430 ist jetzt Tegel eine Datei. Da sind die letzten, eine ZIP-Datei, da ist eine Textdatei drin. Und da findet man dann dieses CSV und das muss man dann für jede Station einmal auspacken und dann hat man hier eben auch ein paar lustige Werte und dann fragt man sich nochmal genau, was heißt jetzt hier TM510 und dann googelt man umher und findet irgendwelche Tabellen. Ja, der Ausschnitt ist natürlich nicht drin, aber die anderen, die dann erklären, das ist jetzt die Lufttemperatur in 2 Metern Höhe, das ist in 5 Zentimetern und auch wann genau die Messung stattfindet. Genau, so Daten speichern, das ist ja eher die Aufgabe für hier, da möchte ich ja nicht zu viel verraten, was man jetzt hier tun wird. Speichern tue ich gerne in eine Influx-Datenbank, wo man die Daten in einem bestimmten Schema reinkippt und man die dann wieder rausbekommen kann, indem man eine Anfrage darauf stellt. Und möchte jetzt eigentlich hinaus auf, noch ein kurzer Schwenk zu eigenen Sensoren, jeweils zur Visualisierung und Aufbereitung kommen. In dem Bienenprojekt basteln wir dann halt auch gerne irgendwie so
mit kleinen ESP-Sensoren, Arduino programmierbar, im WLAN gehängt, Dinge, die dann halt mit den aktuellen IoT-Protokollen irgendeinen Temperatursensor irgendwohin melden. Und da sitzt dann irgendeine Skriptwelt, irgendein Programm, was das in der Datenbank schreibt, auf dem Server. So. Zum Visualisieren nutze ich vor allem Grafana, was das ist, was auch vorne das Meteogramm gemalt hat. Das ist eine Website-Anwendung, die man selber hosten kann, die eigentlich nur eine Schnittstelle zu Datenbanken bietet, auf denen man dann lustig rumklicken kann. Und da kann man sich richtig schön seine Graphen zusammenstellen und man kann auch über verschiedene Datenbankquellen direkt mischen. Das heißt, wenn ich einen Graphen mit zwei Temperaturkurven mache, ist es dem Graphen total egal, ob die zweite Kurve aus derselben Datenbank kommt oder aus einer ganz anderen Quelle. Und damit lassen sich halt echt schön Dinge kombinieren. Das hier ist jetzt das Berliner Luftgütemessnetz. Ich hatte eben noch mal kurz erwähnt, es gibt Kategorisierungen. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen je grünen Streifen, das sind hier zum Beispiel drei Streifen, wird eine Station dargestellt. Die letzten drei Tage haben wir hier oben rechts ausgewählt. Und das sind alles sogenannte Hintergrundstationen und die verschiedenen Messwertreihen. Ozon, Feinstaub mit 10er Größe und hier NO2, Benzol. Und die Balken sind sozusagen jeweils nur die Stationen, die Background sind. Und hier in diesen Graphen sehen wir zum Beispiel noch ein paar graue Graphen mit drin. Das ist das übrige Messnetz. So, jetzt sehen wir hier gerade die Background-Stationen. Die weißen sind die gerade aktuellen Background-Stationen, sind relativ niedrig, es gibt noch höhere. Und jetzt können wir einmal in dieser ganzen Ansicht sagen, jetzt würde ich aber gerne nicht die Background-Stationen sehen, jetzt würde ich mal gern die Traffic, die Verkehrsstationen sehen. Und wir sehen hier, die Werte werden etwas, werden jetzt die höheren gekommen, wir sehen jetzt aber auch, wir haben jetzt keine kritischen sozusagen Werte in den letzten drei Tagen gehabt. Aber man kann dann hier auch einfach mal die letzten 30 Tage aufrufen. Und es geht relativ flott, dass man dann hier auch sieht, oh, hier war an der Karl-Marx-Allee der Feinstaub am 24. September. Das ist relativ hoch. So, was haben wir noch? Die Luftdaten, Infodaten haben wir importiert. Wir haben gesagt, die sind, Moment, ich überspringe nochmal kurz einen Teil. Die Luftdaten, Infodaten sind schlecht, wenn die Feuchtigkeit sehr hoch ist, weil dann kondensiert in der Luft Wasser zu kleinen Partikeln und der Sensor zählt die halt als Partikel mit und denkt sich, das ist ein Staubpartikel, dabei war das nur ein Wasserpartikel und dürfte eigentlich gar nicht gezählt werden. Gibt es Ansätze zur Trocknung der Luft vorher? Man kann aber auch sagen, wenn wir jetzt die Daten haben, was wir ja bei vielen tausend Sensoren von diesem Projekt haben, müsste man einfach mal schauen, dass man die mit einer guten Feuchtigkeit korrigiert. Dass man einfach, also da gibt es auch Formeln und Ansätze, die das diskutieren. Und also brauchen wir eine ordentliche Feuchtigkeit, dann können wir sagen, bei einer hohen Feuchtigkeit ziehen wir entsprechend was ab. So, dann schauen wir uns die Sensoren mal an, die nämlich zum Glück ist neben jedem Feinstaubsensor auch ein Temperatur- und ein Feuchtesensor verbaut. Da gibt es zwei verschiedene Typen, den guten und den schlechten. Und dieses Tortengramm sagt quasi aus, dass zu drei Viertel der schlechte verbaut wurde, der gerne bei hohen Luftfeuchtigkeiten, die uns ja sehr interessieren, falsche Werte liefert oder eben auch sehr lange einfach auf 100% Feuchtigkeit stehen bleibt. Das sehen wir jetzt hier in einer Analyse. Wir haben hier drei Spalten. Einmal, was der Deutsche Wetterdienst gerade so in Deutschland misst, was das die besseren Sensoren von Luftdateninfo hier messen und was die schlechteren messen. Und wir sehen hier eine Verteilung. Beim DWD misst keiner gerade 100%. Bei den etwas besseren Sensoren nur so ein Drittel. Bei den schlechteren sind es gerade zwei Drittel. Das heißt, auf die schlechteren würde ich jetzt einfach gerne verzichten. Aber was das Lustige ist, was man jetzt mit diesen Grafana und ein paar Datenbanken im Hintergrund machen kann, wir suchen uns einfach mal die Feuchtigkeit in einem anderen Messnetz von der nächsten benachbarten Station. Und da hatten wir die Ehre mit den Belgiern, die hatten nämlich die amtlichen belgischen Leute, hatten, das ist jetzt so der etwas komplexere Query, hatten nämlich neben einigen ihrer Stationen halt auch die Hobbystationen, die Luftdateninforohre aufgehängt. Und hier haben wir jetzt eben sozusagen eine solche Kompensationsrechnung. Da gibt es hier so eine Formel, bitte nimmt die Feuchtigkeit und verrechnet das und dann haben wir irgendwie einen Faktor, durch den, wenn hier die Feuchtigkeit steigt, die blaue Linie, dann erhöhen wir auch den Korrekturfaktor, jetzt hier zum Beispiel auf 3 und teilen einfach den aktuellen Messwert durch 3 und kommen sozusagen auf ein Drittel des Wertes. Und dann haben wir hier unten orange die Referenz, schwarz der korrigierte Wert und in grau den eigentlichen falschen Messwert. Und wir sehen sozusagen, dass gerade in den letzten Tagen
Der rohe Messwert wäre ein Vielfaches drüber gewesen. Und mit dieser Korrekturformel landen wir jetzt einfach auf einen realistischeren Wert. Und das sind sozusagen Sachen, die man dann mit diesem ganzen Trara hinten machen kann. Und die haben halt mehrere Stationsbärchen gemacht. Ich wähle jetzt nur noch mal kurz eins aus. Ein anderes. Wir sehen hier nochmal zwei Karten, mit, dass sie wirklich benachbart sind. Und jetzt haben wir ein anderes Pärchen. Ah, die Karte lädt gerade nicht. Na gut, da ist die Karte. Beide in Genf. Und auch hier sehen wir die Korrektur. Macht Sinn, aber auch nicht immer viel. So, das ist halt so. So, darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Und nochmal vielen Dank. Dankeschön, Wetter, für diesen Talk.